Das dann nicht abziehen. Meine Fresse, warte mal. Mist, das Ding ist zu lang. Das schmerzt schon. Du hast ein Logistiknetzwerk abgemacht. Ich? Nein, ich nicht. Der andere, nein, der Technograd. Der andere. Ich wäre halt einfach dafür, dass wir halt einfach hier nach links weiterziehen. Und dann von dort aus irgendwie nach oben links. Na, dann machen wir das doch. Ab. Gut. Du machst aber so wie hier die Mauer, gell? So wie da, wo du jetzt stehst, genau so mache ich dir. Du magst es ja nicht in 45 Grad Winkel zu machen, gell? Techno. Moment. So, da waren sie weg. 45 Grad. Findest du eher kacke? Nö, wieso? Kannst du auch so machen. Kannst du ja machen. Kann man machen. Okay. Ich bin relativ offen. Ja, Moment, genau 45 Grad diagonal geht ja, nur gebogen in der Kurve ist halt blöd. Ja, 90 Grad kannst du hoch machen. Ist halt einfacher. Pass auf, schwarzes Marken da vorne, großes Nest. Ja. Bevor die dich dann sprichwörtlich beißen, ne? So, der Plan ist gesetzt. Oh, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich sehe euch da nur laufen und hinter euch die ganzen Blaupausen aufploppen. Ein Baum wieder im Weg. Hast du Türme? 14 Stück noch. Okay, dann sollten wir lieber rechts anfangen. Dann langsam ziehen. Also ich habe noch 44 Lasertürme einstecken und Mauern habe ich auch noch welche, wenn ihr welche braucht. Ich brauche hauptsächlich nur Türmchen. Wie gesagt, 44 Lasertürme kann ich mit dienen. Ja. Da steht schon.
Produzieren wir eigentlich sowas wie Landaufschüttung? Ja. Ja. Habe ich gerade ein bisschen erweitert. Okay, ja, wollte ich. Ich meine, man sieht ja, was ich da... Die braune Stelle da im See, das ist so... Das sind so, ich glaube so, keine Ahnung, was waren das? 600, 700 Landfill? Die ich da reingebuttert habe? Mal eben. Also das... Das wird wohl noch eine Weile dauern. So, wer von euch braucht jetzt die Geschütztürme? Ich. Technokrat. Ah, dann, Moment. Hier. Danke dir. Brauchst du deine Kiste wieder? Nö. Okay. Obwohl, wenn du noch Mauern brauchst, dann stell sie doch mal wieder hin. Nö, Mauern habe ich noch genug. Ich danke dir. Die kriege ich regelmäßig geliefert. Ja. Ich bin schon wieder angeflogen. Ah, ich wollte gerade sagen, gut, ich hab die ganze Zeit noch über 1000k einstecken, also. Baum. Ist irgendjemand irgendwo ein Steinfeld am Erschließen? Wenn du mit Kreuzen markiert hast, jetzt sehe ich die ein bisschen besser. Ja, oben. Okay. Sind wir gerade dabei. Ach, ganz Liegen, oben wieder? Da ist es. Ich frag noch für einen Freund. Ach so. Was hab ich gemacht? Gibt's noch Türme? Lasertürme werden weiter produziert, das ist automatisch. In der Theorie. In der Theorie. Die letzten paar Male, wo ich da war, um mir Türme zu holen, waren keine da. Ja, wenn kein Eisen hier ankommt, gibt's keinen Stahl in der separaten Stahlproduktion. Und dann werden auch keine Türme mehr produziert. Ich hätte ja kurz vorher extra noch Stahl reingetan. Ja, aber die Anbieterkisten verschicken das ja sofort. Die planen doch an den Seiten die Türme mit den Lasern. Mhm. Ich guck mal kurz. Vielleicht kann ich ja noch mal welche liefern. Ich baller jetzt hier manuell ein bisschen Stahl rein. Wo war das denn jetzt nochmal? Ach, da oben. Oder? Ein einziger. Wo geht denn der Strang hin? Na, theoretisch müssten wir eigentlich nur die Stahlproduktion, die hier oben, ja. Mal gucken, wo das hingeht. Stahl ist so weit weg, das ist halt doof. Mhm. Bis ich die da unten kommt hingelegt habe. Ja, dieses eine Band hier. Ah, da wird ja quasi alles von abgezapft. Werden auch zur Zeit. Also es kommt so wenig Eisen an, dass auch keine Batterien mehr produziert werden bei mir gerade. Naja. Das ist ein Problem für die Kinder der Zukunft. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Die Eisenplatten, die hier hinten runtergehen, sind quasi die letzten Überreste von der gesamten, weil die hier oben komplett einmal durch die Produktion laufen. Ja, natürlich. Irgendwann ist Ende. Deswegen kommt da nichts. Nicht wirklich was an. Jeder hat seine Produktion da dran geknallt. Und irgendwann ist halt einfach Ende Gelände mit den Bändern.
Oh, das ist ja interessant. Das Fließband hier geht ja quasi ins Nichts, wo Platten drauf sind. Das heißt, das kann ich quasi sozusagen hier rüberlegen. Ah, da ganz da drüben war Stein. Und der zweite Reaktor ist in der Warteschleife. Juhu! Ich baue immer noch am ersten. Seit gut einer Stunde. Warum benutzt ihr Beton zum Bauen? Soweit ich weiß, braucht man doch Beton, um die Teile für den Atomreaktor zu craften. Und ja, aber die Teile habe ich gerade schon. Ach so. Ja, es hängt eigentlich alles gerade nur noch in der Warteschleife, in der Warteschlange. Deswegen füllst du dann den Boden mit Beton? Ja, da muss doch irgendwo ein Bodenhämmer hin. Ja, dann nimm einfach Steinboden, ist kostengünstiger, wir brauchen dafür nämlich kein Eisen. So, jetzt kommt hier bei nämlich auch noch ein bisschen mehr an. Wie viel Ytrop produziert ein Reaktor? Also wie viele Dampfmaschinen können damit angeschlossen werden? Kommt drauf an, das ist tatsächlich, wie viele Reaktoren das sind und wie viel Nachbarschaftsbonus die haben. Ja, das sind beides Faktoren. Also theoretisch ohne Nachbarschaftsbonus. Er produziert ein Reaktor theoretisch 40 Megawatt. Also 10 Wärmetauscher. 4 Wärmetauscher, Entschuldigung. Ja, ungefähr, ja. Ja. Und dann kommt ja noch dann kommt da ja noch am Ende Nachbarschaftsbonus drauf, weil ich die beiden nebeneinander baue. Es gibt zufällig nicht Forschung, die man machen kann, damit man schneller craften kann, oder? Nein. Verdammt.
Ich baue immer noch an dem Reaktor und es wird noch ein bisschen dauern. Wie lange brauchst du denn überhaupt, um so einen Reaktor zu bauen? Ja, ich habe alle erweiterten Platinen manuell gemacht, also ich bin immer noch dabei. Da steht auch dran beim Drafting Recept, wie viel so ein Reaktor braucht. Aus Rohmaterialien. 79 Minuten. Viel Spaß. Oha. Ja, ich. Bis morgen. Ja, ich häng schon so seit. Kannst du sich in der Montagefabrik reinlegen? Ja, vom Grundrezept aus. Dann müsst ihr die alle mal bauen. Und selbst dann dauert es dann halt länger, weil eine Montagefabrik langsamer arbeitet als du in der Hand. Aber ich meine, ich häng schon gut 70 Minuten dran, also wird der erste Reaktor zumindest heute noch fertig. Ob der dann einsatzbereit ist, sodass er auch Energie produzieren kann, ist dann noch ein anderes Thema. Ich wollte gerade sagen, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja, das habe ich, aber ich habe dafür schon die Komponenten, die ich brauche, alle eingereiht. Und ich hoffe, die werden nicht so lange brauchen. Im Worst Case kann ich mir ja noch Turbinen klauen. Jetzt sind schon wieder die Lasertürme ausgegangen. Machen wir euch mal aus. Dann müssen wir erstmal welche holen gehen. Aber hey, zumindest produzieren wir eigentlich schon ganz fröhlich 2, 3, 5, 2, 35. Leider noch nicht genug, um einen theoretischen Covarex-Prozess zu starten, aber es geht. Sekunde, wie viele Dampfmaschinen kann man da anschließen? Die haben Throughput von etwa 5, ja 6 Megawatt, also... Ach, Ive, ich möchte einfach ein bisschen klicken, ich fühle mich dann produktiver. Ich weiß, ich kann es auch einfach kopieren. Das wird es schneller machen. Wo bleibt denn da der Spaß? Wollte ich gerade sagen, mir geht das aber auch genauso, dass ich manchmal einfach nur Sachen... Also so knapp 7 Turbinen pro Reaktor. Haben wir irgendwie ein Eisenproblem? Ah ne, da kommt schon wieder was. Ich wollte gerade sagen, hier laufen gerade die Eisenbänder trocken. Ja, eisenerzmäßig sieht es nicht ganz so locker aus. Vielleicht mal, wenn wir die Ressourcen haben, einen zweiten Zug auf die Schienen stellen oder so. Ich glaube, es macht mehr Sinn, ein neues Feld anzuschließen. Ja, oder sowas wie eine neue... Stimmt. Na gut, Morphis ist da oben ja schon... Ah ne, das ist Stein. Gut. Die Schienen sind da oben ja schon fast hoch. Müsste man nur ein Stück nach rechts gehen, dann hat man ja wieder Eisenerz. Oder... 7,1 Millionen. Oder dass man es umbaut. Siehst du, die Drohnen klauen meinen Job. Drohnen klauen meinen Job. Yay. Das können wir jetzt machen. Ich habe die gelben Gläser habe ich jetzt fertig gebaut. Dragon, ein
Du bist ein Held, aber... Ja, du bist ein tragendes Mitglied, der Einzige, der nicht nur Mauern baut oder Verteidigung oder Logistiknetzwerk. Kann ich nochmal ganz kurz die Research ändern auf das Logistiksystem? Zu ändern. Okay. Darauf. Weil das macht einige Leute noch nutzloser. Ju. Exakt. Yay! Nutzlos den ganzen Tag. Vielleicht können wir auch eine Research machen, dass eine Drohne streamen kann. Sehr gut. Sitzt da so ein Roboter. Ja, sitzt so ein Roboter und macht einfach nur Beeping Noises. Wie bei Simpsons, da ist der Radiomaster 5000. Was kann der? Er kann Radio. Er moderiert mit 5000 unterschiedlichen Ansprachetexten an. Sekunde, ich weiß den perfekten Ansprachetext. Und hier hören Sie. Und hier hören Sie den Ansprachetext für Roboter. Warum nicht mehr Öfen unten rechts bauen für Metall? Ich glaube. Wo kam gerade dieser Modem-Sound her? Ich glaube, unsere Öfen laufen eigentlich komplett durch. Weil sie nicht mal ausgelastet bis jetzt komplett. Nur noch 230 Advanced Schaltkreise to go. Stehst du bestimmt irgendwo in der Ecke rum und wartest, oder? Nee, ich stehe auf dem Feld. Und ich warte und ich warte und ich warte. Ja, ungefähr. Und ich stehe dumm auf dem Feld rum, das gerade zu betoniert wird. Ist schön, dass wir einen Schwefelsäurebahnhof haben. Haben wir? Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber gut, dass wir lauter neue Bahnhöfe haben, die eh nicht beliefert werden. Bis jetzt. Noch nicht, aber irgendwann sicher. In Schwefelsäurebahnhof. Es ist einfach so geil, dass das eine höhere Priorität einfach reingeballert wird, anstatt dass man einfach die Forschung mal voranbringt wieder. Und wir die ganze Zeit vorhin noch, sag ich mal, auf blaue Fläschchen maximal forschen konnten. Stattdessen wird einfach ein riesiger Bahnhof gebaut. Nein, der Bahnhof war vorher schon da, die Schienen waren nur nicht da. Ist doch fast das. Wir brauchen den Schwefelsäurebahnhof, wenn wir andere Uranfelder anzapfen wollen. Ja. Aber hey, bis zumindest haben wir jetzt 15235 Uran. Alles gut. Was das nice Zeug ist. Wie war das noch? Jod 131 oder so? Ich würde zwar lieber mit Thorium rumhantieren, aber das ist nicht so nützlich für Atombomben. Ich glaube, Thorium war mehr so das Zeug, was man in die Atomreaktoren stecken kann. Dafür brauchst du. Ja, das ist eher ich bin leer. In flüssiger Form. Kein Metall, kein gar nichts. Nee, nur Metall fehlt mir. Oh, da hockt ein Nest. Nur noch 210 Schaltkreise to go. Sagst du uns jetzt in 10er Schritten Bescheid? Ja, bitte. Klar, warum nicht? Wenn euch das zufrieden macht. Ihr habt zwar komische Vorlieben, aber hey. Wenn es euch dann besser geht. Es hat eine therapeutische Wirkung. Therapie? Ich habe noch nie eine Therapie gebraucht. Schön für dich.
bin schon seit Jahren in Behandlung. Das freut mich. Erfolglos. Habe ich keine. Was? Wie hier die Logistikroboter vorbeifliegen und dass so viele sind, dass das Symbol der Mauer wirklich so einen langen Strich bildet, einfach nur. Und der da so wie so ein japanischer Drache so warm ist, so Wellenschlägen durch die Luft geht. Juhu, Stein. Wir brauchen hier oben denn noch einen Stein, Bahnhof. 190. War das nicht bisher so, dass wir den Stein immer direkt verarbeitet haben? Ja, weil die Mine direkt unten war bei uns in der Basis. Machen wir auch eine Ölbahnhof? Ich darf keine Bahnhöfe mehr machen, das ist übertrieben. Okay. Mach was du willst. Ölbahnhof haben wir bisher aus diesem Grund noch nicht, weil es halt schlicht und ergreifend einfach noch nicht nötig war. Öl kannst du auch immer unterirdisch transportieren. Oh, die zerlegen uns da gerade unten links. Hm? Jetzt bringe ich mich nicht auch noch dazu, dass ich hier mich damit beschäftige, wie heißt das? Mit also Fässern. Wenn dann kommt der Ölbahnhof auch dahin, wo Fässer gibt's hier nicht. Das Öl verarbeitet wird. Doch, Fässer gibt es. Fässer also, gibt es. Ja, Fässer schon, aber das musst du nicht machen. Richtig. Du kannst einfach das flüssig einen Öltanker nehmen quasi. Ich wollte gerade sagen, das kannst du doch gleich vor den Tanker pumpen. Also was wir halt dann machen müssen, wären die Zuleitung halt, die unterirdischen. Ach, ist das schön, hier einfach so über die Prärie heizen, keine Bäume mehr Gute da. Gute Nacht, Wolfgar. Schlaf gut. Mhm. Pass auf, hier beginnt das böse Gebiet. Ich sehe es. Bock, die Viecher zu schnitzeln? Da muss ich kurz meinen Panzer holen. Okay. Dann hol. Ich bleib hier im Verteidigung. Moment, wie komme ich von hier aus am schnellsten zum Panzer? Ach, fahren wir unten rum. Technokrat, hast du noch Roboterhanger? Ich hab noch 3 Stück. Kannst du mal zur Mauer kommen? Ja, warte.
Aber dann können wir das hier schon zu Ende bauen zumindest. Die Roboter können dann die Wände platzieren. Hast du noch Lasertürme? Ich habe nämlich keine mehr. Nö, aber hier stehen schon, also hier stehen ein paar Lasertürme. Die sind aber abgeschnitten. Diese weite Prärie. Prärie. Was? Was? Und dann hier nach oben links weiterbauen. Achso, das Ding. Hier oben nochmal? Hast du noch einen? Ich hab noch 6 Stück jetzt. Ich hab nur gerade welche gebaut. So. Ach, da oben auch nochmal. Jo. So. Setzen wir gleich mal die Masten hin. Solltet in der Mauer übrigens auch hin und wieder mal ein Tor einplanen. Nein, das machst du. Zu spät, jetzt steht das Ding. Und jetzt müssen auch bald die Roboter kommen. Da kommen die schon! Wie eine Linie. Das wäre mir auch eh nachher aufgefallen hier mit der Rohrverbindung. Rein? Aber warum hat der das eine Stück nicht... Achso, weil ich den ganz an der Seite genommen habe. Da gab es diese Verbindung nach außen nicht. Ups. Keine Sorge. Ich wollte dich eigentlich nicht treffen. Fucking finally. Das sind schon dicke Viecher, du. Endlich. Lass uns mal weiter nach links gehen, da ist auch noch mal eine Ja, Welt. Warte, meine Selbstreparatur funktioniert mal wieder nicht, ich muss mal wieder selber ran. Wie weit Reaktor 1 ist soweit fertig, ich lasse mal weiter laufen. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Weil ich kann nicht eindeutig reparieren. Ja, ich habe mich auf diese scheiß Biester verlassen. Das ist das Problem. Willst du kurz mitfahren? Ja. Wir machen hier links das noch, weil das unten ist, glaube ich, zu schwer für uns. Ja, wenn du nur zu Fuß unterwegs bist, dann bestimmt. Und da können wir mal weiter gucken, was sie gibt. Ah, jetzt funktioniert meine Selbstreparatur auf einmal. Ach ja, jetzt bist du ja am Schießen. Mhm. Dann konzentriere ich mich aufs Fahren. Du kannst das Kanonenturm benutzen. Nee, kann ich nicht. Ach so. Du bist jetzt der Schütze. Aber das ist im Grunde sogar besser, weil auf die Weise sind wir nämlich mehr oder weniger fokussiert. Eins. Einer schießt, einer fährt. Ich finde das so komisch, dass du jetzt nicht zum Beispiel das MG benutzen kannst. Ja gut, ich habe ja noch meine Laser-Selbstverteidigung. Das funktioniert tatsächlich besser so. Weil dann ist das Risiko auch geringer, dass man gegen den Stein fährt.
Ist so. Das ist bisher die größte Gefahr für uns. Ich habe gleich keine Drohnen mehr. Das heißt, gleich müssen wir abbrechen. Uff. So, ich habe mal gerade mit dem Reaktor-Setup begonnen. Wie weit ist der zweite Reaktor? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade nur was geguckt, deswegen habe ich nicht geschossen. Warteschlange. War auch bei dem kleinen Nest nicht nötig. Alter, wie viel Mund hast du bitte mitgenommen? Alles? Ich hätte immer was in Reserve gelassen, damit man notfalls, wenn wir sterben, den zweiten Tank halt beladen kann. Wir haben keinen zweiten Tank mehr. Ja, dann wird ein Jahr gebaut. Ich meine, ich habe genügend Ressourcen. Denn? Hä? Ich habe genügend Ressourcen im Inventar, um einen Tank zu bauen. Deswegen, die Tanks sind nicht so teuer. Stimmt auch wiederum. Weg. Oh, Stein. Nee, Klippe. Ist dasselbe. Deine Drohnen sind alle kaputt gegangen, nehme ich an. Ja, du hast ja noch welche. Hab ich auch das Gefühl. Nee, ich hab noch welche. 36 Stück. Mistviecher funktionieren nur wieder nicht. Oder? Nee, ich habe sie jetzt mal repariert. Oh, ich weiß warum. Ich habe keine Repair-Kits mehr. Warte mal eben. Schnell ein paar ansetzen. Ist mir auch schon länger nicht passiert, dass mir die Repair-Kits ausgehen. Danke fürs Folgen, Finion. Und auch Graf Dunkelstrumpf. Sehr schöner Name. Gefällt mir. Oh, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann, während ich fahre, Granaten werfen. Mhm. Lass uns zurückfahren. Mal gucken. Ja, auf dem Rückweg können wir da noch ein kleines Nest mitnehmen. Schauen wir auf die Karte kurz. Ja. Siehst du das, den grünen Dreieck um dich herum? Viereck um dich herum? Grünes Viereck? Unter der Minikarte hast du Logistiknetzwerk, ja? Ah, ja. Dann siehst du ein grünes Viereck um dich herum. Ja. Das ist die baubare Bereich, was deine Bauroboter abdecken. Und jetzt guck mal, wenn ich meine anmache. Okay. Ja gut, du hast wahrscheinlich mehrere Roboter-Hangars drin. Ja. Ja, ich habe nur einen. Das reicht aber in der Regel auch zur Selbstreparatur und alles. Ja, das schon. Aber nicht, wenn man eine Mauer baut. Ja gut, wenn man eine Mauer baut, dann ist das ja auch was ganz anderes. Mhm. Ich habe außerdem mal die Kontrolle so umgehend, dass du jetzt auch schießen kannst. Ah, okay. Sehr gerne, ich verstehe gerade null. Ich spiele Satisfactory. Ja, Satisfactory ist ja nur in 3D. Da gibt's nach oben und unten. Warum habe ich auf einmal Tore im Inventar? Vielleicht hat irgendein
Bauroboter die für dich aufgepickt oder so? Fahr mal da hoch, dann mache ich direkt mal ein Tor. Genau, aber vorher fahre ich noch da vorbei, weil das sieht mir nämlich noch nach einem kleinen Nest aus. Oder irgendwas in der Richtung. Nö, ne, war eine Angriffshütte. Oh, okay. Die gerade in dem Moment halt aufgespottet wurde. Meine helfen sogar ein bisschen. Ein bisschen. Ach, warum habe ich das eigentlich oben so verwinkelt gebaut? Ach, ich weiß es auch nicht. Warte kurz. Ja, du kannst jetzt weiter. Ich wollte den nur ein bisschen verschieben. Ja, damit man da durchfahren kann, ohne dass man alles platt fährt. Mhm. Warte. Hä? Will der mich verarschen? Mhm. Deswegen habe ich keine Bauroboter mehr gehabt gerade eben, weil die einfach abgehauen sind. Ja, weil die wieder mal was zu tun hatten. Du wirst da gerade ein bisschen verfolgt, kann das sein? Ja. Next step. Gott, du hast ein Schaltungssystem gemacht. Ja, das ist dafür, dass das ausgeklickt bleibt. Naja. Alles, was da ist, halt, steht halt nur, wenn es über 30% ist, dann geht's halt an. Muss aber sagen, wir müssen aufhören gleich. Ist doch kein Problem. Okay, in einer Sekunde. Noch 5 Minuten. Eigentlich müssten wir noch so lange warten, bis seine Baupläne durch sind, weil wenn er nächstes Mal joint, sind die alle wieder gelöscht. Reaktor 1 und 2 stehen. Such mal bei Factorio jemand, der von vorne spielt. Gibt's keine Leute, die mehr von vorne anfangen? Aber inzwischen ist das Tutorial eigentlich ziemlich gut, wenn man ein Spiel startet ist und das kennt, man kennt es halt noch nicht. Factorio hat eine ganz gute Hilfe. Und da muss man einfach ausprobieren. Ist heute nicht anders als damals. Ja, verbinde ich es mal erstmal so bedürftiger, weil so hilfsmäßig erstmal.
Kacke. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das Holz zu machen. Warum forschen wir gerade? Macht jemand gerade die Orangen oder was? Weil wir die gelben Reagenzgläschen schon haben. Wir haben okay, doch. Da runter? Was da ist drin? Ach, okay. Es wurde dort zwischendurch gesagt, die Logistik-Sachen sollen zuerst geforscht werden, weil wir dann Leute kicken können. Das System funktioniert jetzt auch. Vielleicht gleich mal bei... Egal. Ja, ich teste gleich mal das System. Holla, die Waldfee. Wir können jetzt außen auch doch die Wand da unten links abreißen, gell? Ja. Ja. Wobei, unten links schießen sie sich gerade durch die Wand durch. Durch die neue. Es werde Licht. Reaktor 1 und 2 online. Ja, shit. Die Laserverteilung ist nicht ausreichend. Ich gehe schon runter. Die Temperatur steigt. Ja, die muss auf 50. Jetzt produziert jeder Reaktor. Jetzt produzieren die beide Reaktoren theoretisch zusammen 160 Megawatt. Das ist amtlich. Durch Nachbarschaftsbonus. Reaktorkern 103 Grad. Steigend. Die sind korrekt verbunden, die auch. Da kann es vielleicht bald einen Engpass geben. Ich weiß die beste und dümmste Art, wie ich es lösen kann. Rakete! Nicht ganz. So, hier mehr Wasser. Reaktorkern 180 Grad. Jetzt sollte Dampf anfangen, oder? Erst ab 500 circa. Ach so, weil das die Wärmetauscher sind. Stimmt ja. Ja. Also dauert noch so ein, zwei Minuten. Kein Strom! Alarm! Alarm! Wie kein Strom? Kann ja nicht sein. Bei mir ist überall kein Strom. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Nee, wir haben eine Bedarfsdeckung von 260 Megawatt inzwischen. Mach mal schneller mit deinen Reaktoren. Die sind nur testweise jetzt, online. Oh, teilweise auf 360 hoch. Das schaffen die Solarpanel nicht mit den Dampfturbinen. Wo kommt denn das her plötzlich? Wir hatten so ein... Verteidigung? Nee, plötzlich haben wir 80 Megawatt irgendwie nur fürs Drohnennetzwerk. Vielleicht hat irgendjemand jede Menge Drohnenhangar angeschlossen oder so. Ach so, die Akkumulatoren waren alle. Für den Ausgleich. Ah, okay. 12,9 Gigajoule reichen nicht mehr. Brauchen wir wohl mal ein paar mehr Akkumulatoren. Nee. Die Dampfturbinen gehen auch langsam aus, weil keine Kohle mehr da ist. Wie, es gibt keine Kohle mehr? Das Einzige, was wir jetzt zu viel hatten zwischendurch. Ah nee, stimmt gar nicht. Wir machen ja alles mit wundervoller Kohle immer noch bei den Erzen. 330 Grad. Naja, wenn wir können theoretisch hier unten das Rohöl noch anschließen und da Festbrennstoff draus machen. Das wird mit in meinem Chemiepark passieren. Aber ich bin noch nicht so weit. Und da ist auch, nee, da ist auch noch Kohle. Ich werde den Chemiepark heute nicht mehr fertig bauen. Das ist mir zu viel Gefrickel. Ja. Nee, also das dauert kurz, bis der Reaktor online geht. Außerdem müssen wir dafür auch wieder Rohre und alles bauen und so weiter. Und Rohre baue ich schon. Also ich baue gerade Rohre. Ich habe einfach ganz dreist abgezeigt. Es gibt ja schon Fabriken, die noch Rohre bauen. Das ist zu wenig gewesen. Ich habe zwei weitere gebaut.
Ja, da hängen ja gerade aktuell noch die Motoren dran. Nein. Also ich habe separat damit Rohre gebaut werden, die mir immer geliefert werden. Ach so? Ich finde sie gerade selbst nicht. Ach da. Ich finde sie gerade selbst nicht. Oh. Computerzeitalter 2. Juhu, gleich sind wir auf 500 Grad. Ütz. Aktuell Kern auf 450. Obwohl wir könnten einfach Akkufelder bauen, es sind genug in der Kiste. Also wir haben bestimmt noch so 500 Akkumulatoren in der Kiste rumliegen. Hä, mit wem spielst du denn zurzeit ständig? Dampf an. Ja! Jetzt geht's los. Mehr Energie! Mehr Power. Kann der Reaktor zu viel Wärme erzeugen eigentlich? Hä, hey, warum schüttest du die Tumtampfturbinen nicht einfach in Kette? Bei diesem Reaktor ist das so, wenn er nicht genug gekühlt wird, schaltet er sich einfach aus. Das ist nicht so wie Tschernobyl. Explodiert den Reaktor. Nee, der limitet bei 1000 und geht nicht höher oder runter. So ein Unsinn. Ja, deswegen habe ich auch die Anlage ja ganz gut benannt. Tschernobyl 2. Wollte ich gerade sagen. Chernobyl, the next generation. Aber wird der Reaktor bei der Energieerzeugung nicht angezeigt? Kann das sein, dass du nicht mit dem Hauptnetz verbunden hast? Achso, die Turbinen gelten Reaktor, dafür. Ja, der Reaktor verbraucht ein bisschen Strom. Schiebung, das habe ich abgemacht. Vor allem, der verbraucht 40 Megawatt im Brennstoff, aber produziert 80. Das nennt man eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Aber wir können den Strohverdorf endlich decken. Nee, ich hab... Oh, da habe ich doch noch eine rumliegen. Ja, weil das Drohnennetzwerk jetzt nicht mehr 80 Megawatt zieht. Aber irgendjemand hat da eine Anfrage gestellt, da waren die... Da ist halt das Vierfache gesaugt. Ich frage mich, weil sie alle losgeflogen sind. Mein Betonfeld war es definitiv nicht. Mein Betonfeld. Also Beton kann ganz schön Energie ziehen. Ja, ich glaube eigentlich theoretisch... Außer wir wollen noch warten, bis sie auf 1000 hoch sind, aber dann passiert ja auch nichts. Also eigentlich könnten wir hier auch langsam cutten. Ja, machen wir jetzt auch. Oh, ich dachte nicht, dass ich es heute noch schaffe, überhaupt die Atomkraft hochzuziehen. Zwar sind die Reaktoren erstmal testweise hoch, also ich muss manuell nachbauen. Aber besser als nichts. Weißt du, wenn man so einen Reaktor zerschießt? Passiert nix. Keine. Actually, I'm not sure. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wann ein neuer Stream kommt, werden wir nachher entscheiden für Multiplayer. Okay, du hast gespeichert, Sekunde. Ja, ich hab jetzt gespeichert. Ah, ich muss bald. Ja, passiert nichts. Oh, es passiert gar nichts. Da hat noch irgendwas nachgespeichert.
Ja. War nice. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Ich hoffe, das war noch vorher gespeichert. Ich nehme das gespeichert, ich habe vorher gespeichert. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das Autosave, was gespeichert ist. Autosave kommt. Nee, das ist ja separat. Okay, gut. Ja, dann gute Nacht.